Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben heute für euch den neuen Abarth 500 in der Competizione-Ausführung getestet. Einen großen Dank ans Autohaus Damisch, der uns den Wagen wieder zur Verfügung gestellt hat. Naja, was gibt es zum Auto zu sagen? Es ist dieser 1,4 Liter Turbomotor mit 180 PS. Also leistungstechnisch hat sich zum Vorgänger nicht wirklich viel verändert, aber optisch haben sie mal Ecken mehr aufgefrischt. Eben die Scheinwerfer hier unten sind komplett überarbeitet worden. Generell die ganze Frontpartie mit diesen Lufteinlässen hier ist alles neu designt worden. Und ich glaube, den Rest schauen wir uns nachher im Heck vom Auto an. Beim neuen Modell hat Fiat die Scheinwerfer hinten überarbeitet. Alles in LED-Optik, beziehungsweise auch diese wunderschöne Plastikblende. Gefällt mir persönlich sehr gut. Ja, typisch Abarth, er ist hinten mit diesen Lufteinlässen und den vier Endrohren, schaut er viel, viel brutaler aus als der normale. Ist ja auch der Sinn dahinter. Ja. Was auch ist, er ist natürlich eher auf leicht gebaut und etwas einfacher. Deshalb hat man auch für den Kofferraum zum Zumachen nur diese tolle Schlaufe hier. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns den Innenraum an. Wir sind wieder mal eine Zeit mit dem Auto jetzt gefahren und der macht einfach unheimlich Spaß, der Wagen. Sitzposition ist natürlich nicht gerade optimal, die Sitze kann man nicht wirklich viel verstellen. Also höhenverstellbar sind sie sowieso nicht und das Lenkrad kann man auch nur rauf runter verstellen. Ja, aber er macht trotzdem irrsinnig Spaß zu fahren, also dieser kleine Fiat schiebt hier wirklich brutal an. Mit 6,7 Sekunden auf 100 geht da auch ordentlich was weiter, der schiebt. Einfach. Das kann man nur immer wieder wiederholen. Ja, sonst ausstattungsmäßig natürlich etwas spartanisch alles. Was mir gefällt, das Lenkrad auf jeden Fall ist in Alcantara mit normalem Leder und Carbon. Die Sitze sind ja auch in Carbon, das war, hat er drinnen. Dann Einzonen-Klimaautomatik hat er. Die Fensterheber sind auch elektrisch mit Automatikfunktion. Das sind alles so kleine Sachen, die nicht so schlecht ist, wenn man sie hat, aber sie sind nicht notwendig. Sportmodus hat man und der macht auch irrsinnig Spaß nochmal. Er wird um Ecken aggressiver, die Lenkung wird viel, viel schwergängiger und diese tolle Anzeige, was man da hat, die leuchtet nachher weiß, also im Sport, und die Boost-Anzeige, also wie viel Druck der Turbolader gerade herausgibt, die kann man dann wirklich schön beobachten und die geht rauf bis über 1,5 bar Ladedruck und das merkt man auch so ab 3000 Umdrehungen schiebt der Wagen an, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Er fühlt sich auch viel, viel schneller an, als er tatsächlich ist, weil 6,7 Sekunden klingt ja eigentlich nicht so schnell im Verhältnis zu anderen Supersportwegen oder anderen Sportwegen. Aber es reicht absolut, er fühlt sich, wie gesagt, einfach sehr, sehr schnell an. Abschließend kann man noch sagen, das ist ein echt tolles Auto, also Go-Kart-Feeling pur. Es ist eine Kleinigkeit, die mir nicht so gefällt, das ist dieses Hartplastik, was sie an der Tür verbaut haben. Aber bei so einem Auto, muss man sagen, kann man das ein bisschen vernachlässigen. Wirklich schön sind diese kleinen Details, die Fiat überall eingebaut hat, wie zum Beispiel diesen Tankdeckel, beziehungsweise wie die Fußmatten auch festgemacht sind. Das sind alles so kleine Details, die wirklich schön sind. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt uns bitte in den Kommentaren, was wir besser machen können. Ja, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann vergesst bitte nicht zu abonnieren. Danke fürs Zuschauen.